Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Zug. Herzen, Rückengrat, Bauch rein, Maxine. Und plié, Knie Seite ziehen. In den Bauch raus. Und streck nicht hinten wegziehen, über die Beine. Und das grosse Plié. Ich bin Marianne Künzi, Ballettlehrerin und Schulleiterin von der Ballettschule Zug. Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene können bei uns lernen, wie man tanzt. Der Ballettunterricht steht dabei im Vordergrund. Daneben bieten wir auch Rhythmikunterricht, kreativen Kindertanz und modernen Tanz an. Die Ballettschule Zug arbeitet eng mit der Musikschule Zug zusammen. Jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schüler liegt uns am Herzen und wir versuchen sie in ihren Belangen so gut wie möglich zu unterstützen. Über vorne. Sehr wichtig ist für uns, dass Ballettschülerinnen Disziplin, Körpergefühl und den Umgang miteinander lernen. Das Ballett soll nicht nur das Tanzen sein, sondern auch eine Schule fürs Leben. Der Verein ist Ballettschule Zug auf Fördergelder angewiesen. Darum sind wir froh um die Unterstützung von Swisslos. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.